Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ihr seht es, ich habe schon das Redstone in der Hand, denn wir werden in diesem Projekt mit Redstone rumwerkeln, hantieren, aber allerdings auch mit Command-Blöcken. Nämlich, in diesem Projekt geht es um Folgendes. Wir werden zusammen ein Einkaufszentrum bauen. Allerdings nicht nur das Einkaufszentrum an sich, sondern auch Farmen und eine oder mehrere halt eine Fabrik. Weil dieser Einkaufszentrum muss ja auch mit Rohstoffen versorgt werden oder so. Und da werden wir mal ein bisschen kreativ was arbeiten. Ja, wie schon gesagt, man darf Command-Blöcke verwenden. Falls ihr nicht wisst, was Command-Blöcke sind, das sind Blöcke, wenn ihr euch die per diesem Command gibt, habt ihr die, dann könnt ihr da was reinschreiben und dann ist alles schön rot. Ja, oder ihr macht zum Beispiel slash kill, also einen Spielernamen, drückt auf done, nehmt hier einen Knopf, so und ja. So, also. Sozusagen ist es also so, alles was Redstone nicht bewältigen kann, wird mit Command-Blöcken gemacht. Also es muss alles Mögliche mit Redstone getan werden, aber bei ein paar kleineren Spielereien werden wir uns die Hilfe von Command-Blöcken geben lassen. So, jetzt, wie sieht so ein Einkaufszentrum aus? Ich persönlich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Bauen und so Zeug, deshalb würde ich sagen, wir markieren mal eine Vorderwand. Ich werde jetzt einfach mit einem Fill-Command ganz plump so eine Wand hinstellen. Aber das wird natürlich später noch alles besser designt. Jedenfalls geht es jetzt im allerersten Part jetzt erstmal ein bisschen um die Technik. So, jetzt haben wir hier so Quarzblock. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Wand. Das sieht momentan noch ein bisschen hässlich aus, aber ja, was soll man denn da machen? So, jetzt überlegen wir. Ihr wisst ja, ich habe euch ja mal so eine 3x3 Tür vorgestellt. Das wäre ein Ansatz, den man machen könnte, aber vielleicht auch kein so guter, weil wir möchten ja ein bisschen was hier originalgetreu aus dem echten Leben fabrizieren. So, jeder kennt sie, jeder liebt sie, die Drehtüren. Ich habe mir halt überlegt, wir machen hier vielleicht eine Drehtür rein. So. Jetzt fragt sich natürlich, wie macht man eine Drehtür in Minecraft? Jetzt könnte man ja sagen, weiß ich nicht, macht man so eine ganz komplizierte, wahrscheinlich nicht mal richtig mögliche Schaltung aus Pistons. Man könnte jetzt allerdings auch, wie aus einer meiner Tutorials, einfach zum Beispiel so eine Tür hier bauen. Ich reiße hier noch ein bisschen was ab. So, zack. Ah, bisschen frimmelig die Kolben hinzusetzen. So, macht hier oben noch Zeugs drauf. Ich habe es falsch gebaut. Ja, jedenfalls, wisst es bestimmt, was ich meine. Also so eine einfache 2x2-Tür, die man dann nicht sieht, aber das ist auch nicht so schön. Denn man macht eine 3x3-Tür. Da gehen wir doch einfach mal kurz in die meine Testworld. Dann können wir das uns hier mal ansehen. So, jetzt haben wir, ja, hier sehen wir zum Beispiel die 3x3-Tür, die ich vorher erwähnt habe. Das wäre vielleicht eine Idee, dass man sagt, tagsüber ist es offen, nachts ist es zu. Ist vielleicht auch keine so gute Lösung, weil die Einkaufszentren haben ja zum Teil auch nachts geöffnet. Dann das, was ich gerade versucht habe zu bauen. Ach, war doch richtig, was ich gebaut habe. So, vielleicht so ein Design hier, aber das ist ja auch nicht so gut. So, dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie bauen wir eine Drehtür. So, gehen wir mal zurück in die Redstone Mall. So. Ja, wir könnten das Ganze jetzt auch mit einem Double Piston Extender lösen, also sprich, dass wir dann hier praktisch aus, weiß was ich, was fällt, zum Beispiel Sand oder was wir auch nehmen könnten, Concrete, Concrete, ja.
Nämlich, falls ihr das nicht wisst, der fällt runter. Dann könnte man einen Double Piston Extender zum Beispiel bauen und dann eine drei Blöcke hohe Tür konstruieren. Ja, aber wir möchten jetzt mal was Neues machen. Da wäre mein Vorschlag, eine Structure Block Animation zu machen. Structure Blöcke könnt ihr euch ganz einfach mit Slash give euren Spielernamen oder @p zum Beispiel. So könnt ihr euch einen Structure Block geben. So, was ist das hier für ein Block? Ihr seht, da hat es ein paar mehr Interfaces wie Command-Blöcke. Mit den Blöcken könnt ihr einfach eine Animation in Minecraft bauen. Das würde ich allerdings mal auf nächste Folge verzagen, weil ich muss das selber nochmal mal gucken, genau wie das ablief. So, jedenfalls, wir können uns ja schon mal um das Design der Tür kümmern. Meistens sind es ja Glastüren. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel das, ich weiß gerade selber nicht genau, was ich hier mache. Ein Block ist wahrscheinlich zu wenig, um durchzukommen. Das wird hier übrigens noch viel größer, ist jedenfalls der Plan. Also die Mall soll schon ziemlich groß werden. So, oder was wir auch machen könnten, wir machen es praktisch so auch wie im echten Leben, so eine Glastür, so, dann machen wir hier dasselbe. Das ist vielleicht ein zu großer Radius, reißen wir noch mal ein bisschen was ab. So, sagen wir mal 4. So. 2, 3, 4. So. Vielleicht für die Leute, die sich noch nicht so mit Structure Blöcken auskennen, das wird nachher eine Animation praktisch, dass dann die Gläser dann praktisch automatisiert umgesetzt werden. Ne? Praktisch zum Beispiel ein Bild wäre so, baue ich das mal kurz, das hier wäre also die Tür im Drehzustand, wenn schon alle Blöcke ein bisschen weiter vorgerückt sind. Ich mach mal kurz Tag. Oh. Das hier wäre jetzt zum Beispiel eine Szene, in der die Tür sich ein bisschen. So, jetzt könnte man das Ganze per Command Block dann sagen, jo, jetzt lässt man die Tür drehen. Praktisch, das hier nennt sich ein Bild, also sprich ein Frame. Das kennt ihr vielleicht auch von Videos. Videos sind in unterschiedlichen Frames unterteilt. Ja, und genauso funktionieren auch Structure Blöcke. Dann sagt man zum Beispiel so, das hier ist jetzt Frame 1, sagt man mal, und dann soll sich die Tür weiter drehen. Dann setzt man das Ganze so hin, zum Beispiel. Also ist ja auch bloß Beispiel bauen. Ich werde auch mal schauen, ob wir das nicht vielleicht aus Glasscheiben oder so machen. Können wir jetzt gleich mal alles nachschauen, jedenfalls. Oder ihr könnt das mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da von haltet, oder mir vielleicht auch eure Ideen schreiben. Ja. So, dann wäre das hier zum Beispiel das nächste Frame. Heißt es eigentlich der, das oder die Frame? Quizfrage an euch. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel die nächste Frame. Also, die Tür ist schon ein bisschen weiter gedreht. So. Und dann wurde man wieder zur Ausgangsposition, die als allererstes Mal gewählt worden ist, zurückkehren. Und dann würde dies sich praktisch immer weiter drehen. Also dann würde der Structure Block immer weiter die Bilder voranschreiten lassen. Und dann würde sich das dann praktisch später in so einer Animation drehen. Ja, so, das finde ich relativ groß. Ich glaube, da belassen wir es doch bei 3 Blöcken pro Seite. Ja, dann müssten wir noch nach dem Design schauen. Ich mache das jetzt hier bewusst aus Quarz, weil die Malls,
die typischen amerikanischen Molls sind ja meistens auch so aus Weiß. Und der Vorteil bei Quartz ist, dass wir sehr viele Blöcke zur Verfügung haben. Wie zum Beispiel hier die gechiselten Quarzblöcke, Quarzsäulen. So. Oder auch die Stufen. So, da kann man schöne Designs draus bauen. Wie gesagt, ich habe da jetzt noch nicht die ganz große Erfahrung. Jedenfalls können wir ja schon mal ein bisschen planen. So, und zwar, ich hole mir jetzt kurz noch Schilder zum Planen. Also, wir haben hier die Mall. So, in der Mall sind verschiedene Geschäfte. So, jetzt müssen wir, wartet mal, ich hole mir mal kurz vielleicht diese Pfeilblöcke. So, jetzt, die Geschäfte verkaufen die Sachen an andere Spieler. So, jetzt brauchen wir aber auch noch einen Input, weil die ganzen Waren, wie zum Beispiel, wir sagen, wir stellen jetzt zum Beispiel mal das neueste Mode-Accessoire, die Lederrüstung her. So, dann muss die erst in die Mall reingelangen und dann verkauft werden. So, jetzt ist es so, ich habe mir überlegt, hier werden wir vielleicht eine Firma oder auch eine Fabrik so bauen und die liefert ja dann die Waren zur Mall, aber die muss ja auch wieder beliefert werden. Also müssen wir nochmal separat woanders was bauen, nämlich die Farmen zum Beispiel. Und jetzt wisst ihr zum Beispiel, man hat früher so Ledersachen ercheatet, indem man Spawner programmiert hat, die dann nur diese Sachen getorbt haben. Ja, möchte ich allerdings nicht machen. Es soll nichts gecheatet werden, also praktisch. Und wenn wir auch hier Villager dann in den Farmen verwenden werden, dann werden die bezahlt. Also wir wollen hier auch nicht die typische Villager-Ausbeutung von 1.12.2 machen. Ach ja, habe ich nicht erzählt. Ich bin gerade in der 1.14.4. Sollte die 1.15 rauskommen, werde ich das Projekt natürlich in die höhere Version stufen. So, da höhere Versionen uns auch mehr Möglichkeiten bieten. Zum Beispiel, als Beispiel hätte ich zum Beispiel jetzt mal Leder. So, da müssen wir uns jetzt überlegen, wie kommen wir an Leder. So, jetzt könnten wir natürlich sagen, wir machen dieses Cheat Spawn Command Gedöns oder wir machen was viel Interessanteres. Wir machen uns eine Kuhfarm, so. Und ihr wisst es vielleicht, Schafe kann man seit neuestem mit Dispensern und da drin scheren, kann man dann die scheren. Also man stellt ein Schaf hier vorne hin, macht hier eine Schere rein, gibt hier einen Redstone-Input raus und die Schafe werden geschoren. Ja, jetzt habe ich mir überlegt, das könnte man ja per Command auch mit den Kühen machen, dass die dann praktisch Leder torben. Das wäre vielleicht ein bisschen irreal. Vielleicht machen wir auch gleich die Klamotten aus Wolle, dass man sagt Baumwolle von Schafen oder sowas. Müsste man jedenfalls mal sich was überlegen, wie man das machen könnte. Weil mir ist eingefallen, Leder kann man ja bekanntlicherweise nicht scheren. Weil wenn man der Kuh das Fell über die Ohren zieht, dann ist das ja suboptimal. Aber ja, da können wir uns ja mal was überlegen. Oder dann lassen wir die Kühe scheren, dadurch haben wir vielleicht auch gleich für die Restaurants auch gleich das Fleisch. Das leckere Fleisch. So, Achtung, Vegetarier gleich weggucken. Achtung. Auch die Kuh bewegt sich zu schnell. Ich kann ihren Code nicht erfassen. Machen wir das kurz per Command. Name gleich.
Oh. Name. Kuh. Das ist eine Kuh. So. Vegetarier, guck mal kurz bitte. Ja. Es soll allgemein hier Restaurants geben, vielleicht auch ein paar Geschäfte wie zum Beispiel Klamottenladen, Baumarkt zum Beispiel, dass man sagt, man verkauft Holz und Stein und so einen ganzen Kram. Dann müssen wir auch gucken, zum Beispiel bei den Klamotten müssen wir zum Beispiel, da ihr kennt das ja, wenn ihr in die Mall geht, da habt, sind ja dann immer so Klipse dran. Das könnten wir, glaube ich, mit Tags machen. Das werde ich euch auch noch erklären, weil dann könnten wir dadurch dann eine Command-Block-Apparatur bauen, die verhindert, dass Leute die Waren stehlen, weil es soll ja Gewinn hier geben. Und die Villager zum Beispiel in den Farmen, die wollen auch Geld. Jetzt Fabrik, die wird wahrscheinlich nur aus Maschinen oder so bestehen. Jedenfalls... Ach, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, jedenfalls soll es hier auch ein Hotel geben, vielleicht auch ein Casino, Restaurant, Imbissbuden oder so Zeug. Also da können wir unsere Fantasie wirklich keine Grenzen lassen. Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir noch, ob wir Glasscheiben oder Glas besser finden. Und dann beende ich den Part, glaube ich schon. So. Der Nachteil bei Glasscheiben ist es halt, dass ich das hier schwerer setzen muss und dass die sich ja auch nicht verbinden. Dann müsste man das so machen und das wäre vielleicht dann auch nicht schön. Aber vielleicht habt ihr eine Idee, welche Farbe, ob ihr das jetzt so klassisch weiß haben wollt oder ein bisschen bunter. Man könnte an sich auch eine Regenbogentür draus machen. So, dann würde ich sagen, beende ich hiermit die Folge. Wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.